pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen jetzt zur EGTM Weekend Series Split D auf dem Nürburgring Grand Prix Wein. So wie wir es gestern Abend schon hatten, allerdings mit dem Zusatz, dass hier ich auch erstmal ein ganz, ganz fettes Merci an euch raushauen muss, weil ihr da schon dermaßen lange, also ihr habt diesen Samstag wirklich zum Bloody Samstag gemacht. Wir sind ja seit 14:15 live, hatten da eine ganz kurze Unterbrechung von 45 Minuten und sind dann schon wieder live gewesen. Kommen auch eben gerade von dem befreundeten Streamer-Kollegen von seinem Kanal von Hornisse 86. Haben dort das VCL-Liga-Finale übertragen in Assetto Corsa Competizione und sind jetzt hier für euch am Start mit der EGCM, mit der Driver Series im Split-Dora-Bereich. Ja, ich bin auch fertig, Shadowstorm. Also auch so ein Ding, so ein Stream-Marathon stecke ich nicht auch einfach mal eben so mir nichts, dir nichts da. Tüdelü und Lümmeldüm, Dürümdrindim. Ne, wisst schon, was ich meine. Da so eben weg. Also das geht gar nicht. Das ist, ich bin froh, wenn wir jetzt dann nachher durch sind. Ja, aber ihr kennt mich. Ihr wisst auch, dass wir hier in der Lage sind, dementsprechend da nochmal ordentlich Knallgas zu geben und hier dementsprechend auch das Thema gebührend über die Bühne zu bringen und dementsprechend auch zu beenden. So, Judith, war aber auch wieder ein Rennen bei Horny. Ganz genau, war es auch. Nabend, der Röni. Willkommen zurück, mein Lieber. Bin ich wieder bei dir, Bloody. Sehr geil, so muss das. Ja, lasst uns da gar nicht großartig hier irgendwie das Thema Real Talk aufkommen lassen. Der Kollege ist auch zu mir online live parallel. Das ist der gute CT-Meister. Er ist im Bereich des Split C unterwegs im Rahmen der EGTM Weekend Series. Gerne also auch da bitte den Link verwenden. Ausrufezeichen Multi in den Chat gehämmert und dann könnt ihr beide Streams euch gleichzeitig angucken und müsst euch nur für eine der beiden Tonspuren entscheiden. Ganz genau, Susi, vielen Dank fürs Auslösen. Was ich jetzt aber vor lauter Laut in aller Eile vergessen habe, das muss ich jetzt im Hintergrund noch schnell machen, die Sounds wieder aktivieren. Noch haben wir ein paar Minuten Zeit. Ihr kennt das Prozedere rund um die EGTM. Um 22 Uhr geht's in den Quali-Start. Good evening, Artumenta. Hope you're fine this day. Had a nice weekend till this spot. Also, da müssen wir ganz kurz mal rüber. So, einmal und zweimal. So, die Sounds sind wieder aktiv. Sounds are on at this point. Und jetzt gehen wir auch direkt live in die Lobby hinein, Freunde. Jawohl, da sind wir. Ranking für euch eingeblendet. Split C ist die Prämisse, Split D ist die Prämisse. Ihr seht, es geht ja im Performance and Burning Wheels Team 1 führt momentan. Entschuldigung, Hungary Racing Team führt momentan die Tabelle an. Dazu gehört der Kollege R2 Manta oder R2 Manta. Das ist der Kollege vom ungarischen Team. GTM Performance in Burning Wheels Team 1 auf Position 2. Dann haben wir Capital Racing Squad, CSR abgekürzt, mit dem Lexus hier auf der Position 3. DC Sim Racing, die Rookies der Kollegen auf der Position 4 mit dem Lambo Huracan. GTM Performance in Burning Wheels Teams 2. Ich kann schon nicht versprechen. GTM Performance in Burning Wheels Team 2 ist auf Position 5. No Pain Racing Nummer 3 auf Position 6 und The Greif Racing auf Position 7 mit der Toyota Supra. Ob das jetzt eine gute Wahl war, die Supra zu wählen, wissen Sie auf jeden Fall 100% am Ende dieser Saison. Wir haben Rennen 5 von 6, bedeutet, wir haben den Finallauf erst am kommenden Wochenende, nächstes Wochenende dann erst der Finallauf, jetzt also das vorletzte Rennen hier für beide Lobbys im Bereich Split C und Split D. So, jetzt ziehen wir uns auf Vollbild. Wunderbar. Also, Benz für GTM am Start. Das ist das Fahrzeug rund um das Thema Mazda Tensa. Genau das gleiche auch bei Holz der Fall. Jawohl, ebenfalls der Mazda Tensa. Der Greif, danke übrigens für den Raid, den du da vorhin rübergehauen hast. Sehr geil. Visi, weiterer GTM Performance Pilot mit am Start. Ebenfalls der Mazda Tensa. Cruiser, der BMW M6 Pilot hier. GT3 Walkenhorst von No Pain Racing, das ist NPR, das Team abgekürzt. The Colorbon ist da im Bereich der Supra angesiedelt, gehört zu The Greif Racing. Für die, die lesen können, inklusive meiner einer, am heutigen Abend steht es auch auf der Seite drauf. Jason Rose ist wunderschönen guten Abend. Vergiss nicht, was zu trinken zwischendurch, wenn man so viel reden muss. Ja, das kriegen wir hin. Also die zweite
Flasche ist schon leer, die dritte wird auf jeden Fall gerade in diesem Moment angegangen. Tussipedia oder Tuipedia, wie ich mich eigentlich eher drauf konzentrieren wollte, das ist hier der Lexus. Er sitzt hier für das Team CS. CRS geht dann an den Start. Nein. Doch, warte mal, wie hießen die? Nur mal kurz gucken. Das war blöd. Capital Squad Racing. Nein, Capital Racing Squad. So rum. Also CRS. Jawohl, so rum war es gewesen. Capital Racing Squad. Ich glaube, das werde ich nie lernen. Aber okay. Hier also der Lexus, der da zum Einsatz kommt, schon die gesamte Saison. Auch hier jetzt mit dem Fahrer Tuipedia mit am Start. Jawohl, dann haben wir Suske. Den haben wir auch schon häufig im Chat gesehen, den Kollegen. Der Ungar vom MTK, beziehungsweise hier dieses Hungary Racing Team im gleichnamigen Mazda Tensor, so wie wir es auch in Vierfahreroption schon bei den GTM-Leuten gesehen haben. Jawohl, Fitmeister, ein weiterer GTM-Fahrer hier im Bild. Entschuldigung, nicht Fitmeister, Flitmeister. Mazda Tensor, Hellsborn, Teamkollege da vom Cruiser. BMW M6, GT3, Walkenhorst von DC Sim Racing, das Rookie-Team, das Dreier-Team der Kollegen unterwegs hier im Lambo Huracan. Eine sehr, sehr seltene Wahl. Deswegen ziehe ich den Hut davor, dass sie sich hier trauen, dieses Gestühl zu pilotieren im Rahmen der Saison. Aber wir lassen uns überraschen, wie sehr sie damit klarkommen. Teamkollege von Race Mode ist Fortuna. Ebenfalls der Huracan zu sehen. Benz hat sich da jetzt mal kurz zurückgesetzt in die Boxengasse. Hier ist der Pilot Holz mit eingefangen vom Team GTM Performance im Mazda Tensor. Das ist der Teamkollege hier im Bild, Nobody GTS. Der gehört zum Team CRS, zu Capital Racing Squad, der Teamkollege von Tuipedia. Visi haben wir noch eingefangen hier. Der letzte GTM Performance Pilot im Bilde. Und dann sollte es normalerweise passen. Da ist noch der andere ungarische Kollege, das ist Pepe. Jawohl. Und dann haben wir, glaube ich, alle benannt. Und alle mal kurz vorgestellt. Fastpop, wunderschönen guten Abend. Sasi, herzlich willkommen. Okay, Fighter, Moinsen, Kali Zwerg mit am Start, Grüße. Sounds great, have a good weekend. Hey, Buletto, Moinsen, geht die Markenpokal, wunderschönen guten Abend. Skyros, willkommen zurück. Yo, Bloody, wie geht's schon wieder am Start? Ja, ich kam eben gerade von einem Stream-Kollegen-Kanal. Ich war eben gerade in ACC unterwegs, Skyros. Jetzt bin ich hier im letzten Stream, im dritten, am heutigen Tag bei der EGTM Weekend Series am Start. F. Jung, Moinsen, herzlich willkommen im Stream. Wunderschönen guten Abend. So, Quali-Session ist begonnen. Ihr habt den Counter runterlaufen sehen. In der Bildmitte jetzt hier bekanntes Thema. Quali-Session, 15 Minuten der EGTM Weekend Series üblich. Alle Fahrzeuge, alle Fahrer, alle Teams einmal im kompakten Format auf die Strecke raus. Nutzt eure Zeit, diese 15 Minuten sind nicht allzu lange, um hier möglichst schnell die Reifen bzw. den Sprit zu verblasen auf Deutsch. Hat er Blasen gesagt? Doch, hat er Blasen gesagt, ja. Nein, natürlich den Sprit zu verbrennen, um das Fahrzeug leichter werden zu lassen. Um natürlich dann hier mit neuen Reifen absolut, absolut den Asphalt zum Glühen zu bringen. Wir sind auf der Nürburgring Grand Prix Variante, exklusiv der Nordschleife. Dieser Kurs sehr, 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 sehr flott, sehr, sehr technisch anspruchsvoll. Durch sehr, sehr enge Kurven, sehr, sehr langsame Streckenabschnitte, aber natürlich auch sauber kombiniert mit den sehr, sehr flotten Passagen. Wir gehen mal onboard rein in den Porsche 911 RS. Er pilotiert durch Pepe, durch Mazda Tensor. Wie komme ich denn auf Porsche? Also heute bin ich ein bisschen verballert. Sorry, nehmt mir das bitte nicht für übel. Ich habe einfach wirklich zu viel gestreamt heute. Das ist richtig. So, natürlich hier der Mazda Tensor mit dem ungarischen Piloten, mit dem Pepe hier an Bord. Hängt da hinter seinem Teamkollegen. Auch da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die beiden ungarischen Piloten extremst von vorne bis zum Ende des Qualis im Teamwork zusammenarbeiten. Wir gehen jetzt in Michael Schumacher S hinein. Links auf den Curb drauf. Oh, er schaltet früh hoch von der 4 in die 5. Schönes Getriebe ausgewählt in dieser Sektion. Normalerweise. Tobi, vielen, vielen Dank, mein Lieber, für den T1 Resub und willkommen zurück im dritten Monat, beziehungsweise fünften Monat. Michael, wunderschönen guten Abend.
Gib alles DCR, damit sind die Lambos gemeint, die für DC Sim Racing an den Start gehen. Lockere Einlaufrunde ist erstmal absolviert. Nobody GTS macht da, der Benz macht den Anfang. Ist da als erstes über die Linie gehämmert, hat hier die erste Einrollrunde absolviert und geht da auf die gezeitete Runde. Genauso Nobody GTS, Flitmeister, Tuipedia, Holz, Suske, Pepe, The Calibon, De Greif, der Teamkollege von The Calibon, die zweite Supra im Feld, Visi, Hellspawn, Cruiser, jawohl, und da kommen die DC Simracer, das ist Fortuna und Race Mode, die jetzt da im Lambo Huracan an den Start gehen. Quisa, wunderschönen guten Abend. Simpson, grüß dich. Schön, dich zu sehen, Digga. Ich fand's brutal, Skyrus. Ich fand es absolut brutal. Also das ist mir... Es hat mir so viel Spaß gemacht, das glaubst du gar nicht. Ich bin nur ein bisschen mit der Qualität vom Stream nicht ganz 100% einverstanden oder zufrieden, sagen wir es mal so. Da müssen wir also auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Aber in Summe war es absolut überragend. Ich denke auch, dass der Community es ordentlich gefallen hat. Und, wir da definitiv anknüpfen könnten für etwaige zukünftige Events. Letzte Kurve, die besagte Coca-Cola-Kurve. Ihr kennt sie mittlerweile, hier kannst du aber nicht anhalten und dir was zu trinken organisieren, das geht nicht. Erste Quali-Zeit 50-7-2-2 von Benz. 51-7 von Nobody GTS. Was macht das Holz? 51,9. Flitmeister, 55,8. What? 55? Wikipedia 58. Oh, die lassen es aber locker angehen. 52,2 von Suske. Aufgang, pass auf! Easy, 52,698. Die Greif, 56,697. Wäre P8 aktuell. Wikipedia abgerutscht auf die 9. Jetzt sogar auf die 10. Wer hat sich davor geschoben? Cruiser auf der 8. 53,484. Hellspawn davor. 52,816. Also die beiden No Pain Racing BMW M6 wären auf 7 und 8 aktuell. Fortuna von DC Sim Racing auf der 9. 53,716. Race Mode, sein Teamkollege auf der 10. 55,251. Flitmeister mit der 55,8. Da sehr, sehr weit durchgereicht worden. Der Greif ebenfalls mit der 56,6. Ja gut, 58,3, das ist normal, der Calibon. 2 Minuten 7. Der hat irgendwo am Streckenrand wahrscheinlich mal kurz in der ersten gezeiteten Runde da was Rotes, Blondes stehen sehen. Noch ist Zeit, knapp 10 Minuten noch. Genau, was? Wir zeigen, dass wir können. Easy Sim Racing, genau. Der Kabel, moinsen, Digga, grüße dich. Mir sind gerade ad hoc keine anderen Farben eingefallen, Digga. Ist ganz einfach. Genau, Sub-Zero. Du. Oh Gott. Verkauf dich doch nicht so derb, Mann. Winkel, moin, Digga. Grüße dich. Großschnitzel, wunderschönen guten Abend. Let's go, NPR. Jawohl. No Pain Racing wird da von Großschnitzel angefeuert. Ja, sehr schön. Tuipedia macht also P2 erstmal startklar. 51,514 von ihm präsentiert. Da geht was. Suske 51,8. Position 4 für den Ungarn. Ein Zehntel da vor Holz auf der 5. Eben auf der 6, Visi auf der 7. Hellspawn auf der 8. Fortuna 53,0 kann sich etwas verbessern. Cruiser auf der 10. Flitmeister verbessert sich auch auf die 53,688. Dies wäre die Position 11. Race Mode auf der 12. 55,0. Ne, 55, komm. Da muss noch was kommen. 55 ist zu langsam, definitiv. Der Greif 55,3. 13. Position. Der Kalle von 2 Minuten dran. Kalle, was ist da los?
Die 2-Minuten-Marke ist auf jeden Fall drin, auch mit einer Supra. Das geht. ETMLU, moinsen, wunderschönen guten Abend. Thanks for hosting, Daniel. Good evening, Geheimratsecke mit dabei. Moinsen, El Soko Loco, Grüße, wunderschönen guten Abend. 18. der Benz vorne, krasser Scheiß, ja, so ungefähr. Ja, der Lambo, das ist so ein... Ja, wie soll ich sagen? Der Lambo ist hier so ein Kompromissding, sag ich mal. Benz macht schon wieder Druck. Ist der schon wieder lila unterwegs, oder was? Nee. 51,4 die letzte Runde. Heiße Phase beginnt auch gleich erst. Also roundabout so 5-6 Minuten verbleiben noch im Quali. Das ist die absolut heiße Phase. Da gehen sie alle nochmal voll in die Vollen. Fahren in die Box rein. Die Kollegen Ungarn fangen schon an. Suske und Pepe sind schon in der Box hier zu sehen. Holen sich da neues Reifenmaterial ab und dann wird nochmal ordentlich angegast. Die Farbe lila wäre auch geil bei deinem Bloody Rainy Motikens Kappa. Ja, so ungefähr. Ne, lila gab es damals leider nicht. Aber wer weiß, was noch kommen wird. Ich habe, ja doch, es gibt auf Facebook habe ich die verchromten. Die sind lila mit der Chromschiff drin. Wochenendkrieger, wunderschönen Abend. Bin ich viel zu spät? Nein, alles gut. Gerade mal ungefähr die Hälfte vom Quali lediglich verpasst. Asbach Trouble, Moinsen, GT Sport habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Alles gut, ist nicht schlimm. Willkommen zurück in dieser Form. Uns hörst du mehrfach hier. Egal ob AC, ACC, Gran Turismo Sport. Vielleicht sogar noch ein bisschen Race Room, aber das habe ich eigentlich nicht vor, weil ich platze mittlerweile aus allen Nähten. Der Streamkalender ist sowas von voll. Da geht einfach gar nichts mehr. Und so ein bisschen für die Frau muss ich auch noch da sein. Und so ein bisschen Freizeit habe ich auch noch in Anführungszeichen. Ne? Also nee, momentan nicht. Das ist übertrieben, das ist gelogen. Freizeit habe ich momentan wirklich nicht. Aber genießt es. Ich habe jetzt die nächste Woche Urlaub. Werden wir ein bisschen was umbauen im Hintergrund, was das Management betrifft, rund um den Stream hier, beziehungsweise um den Kanal Bloody Rain. Und dann gehen wir auf jeden Fall nach der Woche dann, nach Ostern, wieder ordentlich in die Vollen. Und ich denke, dann wird es auch ein bisschen ruhiger werden. So, sehr schön, GTM. Der Benz macht hier auch Gleiches in grün. Heiße Phase wird eingeläutet bei GTM durch den Benz. Tuipedia fährt da auch hinein. Jawohl, es gibt die Satz, 9 Räder, die abgeholt werden. Ja, so ein bisschen El Soko wäre schon cool. Christoph, moinsen. Keine Feier ohne Meier. Vollkommen richtig. Da ist der Christoph. Grüße gehen raus ans Team DOB. Dirty und Bastard. Schön, dich zu sehen, Digga. Hey, Bloody, könnt ihr unter Ausrufezeichen MBR die neue Home... Ist da die... Hä? Ist da noch die alte drin? Echt? Oh, sorry. Da habe ich nicht dran gedacht. Sub-Zero, wenn du kannst, würdest du das machen können im Hintergrund? Ach so, nein. Da steht, ja, da steht FB drin, da steht Facebook drin. Richtig. Ne, machen wir. Setzen wir noch mit ein. Wie gesagt, Sub-Zero, wenn du willst und kannst, darfst du das gerne im Hintergrund machen. Ansonsten mache ich das im Nachgang, das ist kein Problem. Kriegen wir auf jeden Fall hin, Tobi. Boxenrunde bei Holz, Pepe auf einer schnellen Runde unterwegs, genauso wie sein Teamkollege. Allegro, wunderschönen guten Abend, Grüße. Immer Skyrus, immer. Habe ich auch vorhin auch zu Manuel gesagt. Bin ich sofort dabei. Wie gesagt, AC müssen wir halt mal ein bisschen gucken. AC muss ich noch ein bisschen intensiver mich reinfuchsen. War wirklich eine Nacht- und Nebelaktion heute, die letzte Nacht. Aber alles möglich. Peso, grüße dich. Wunderschönen Abend, Digga. ACC wäre natürlich ein Momentchen geiler. Da sind wir schon deutlich sattelfester. Aber was nicht ist, kann natürlich bekanntlich noch werden. Und für Sonderevents bin ich sowieso immer zu haben. Das ist überhaupt kein Thema. Also wir haben jetzt... lass mich lügen. Ich glaube am... 18.04. ist das nächste größere Event. Das sind die 6 Stunden, die wir machen. Zusammen mit meinem Streamer-Kollegen, mit CT-Meister zusammen, machen wir die 6 Stunden von ABC Master.
Die VLN, Christian, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Auch lang nicht mehr gesehen, Digga. Ich hoffe, du erstickst nicht in Arbeit und dir geht's gut. Genau, am 18.04. haben wir das nächste große Event. Und dann haben wir Anfang Mai das nächste 24-Stunden-Event auf der Nordschleife, der klassische Fall. Und Ende Mai dann das nächste größere 12er. Relaxed Fit, wunderschönen guten Abend. Sir Mato, moinsen, Nobody GTS ist, ja. Wo ist Nobody GTS? Nicht mehr dabei. Nobody GTS ist nicht mehr dabei, Sir Mato. Kannst du mal bitte ganz kurz gucken, ob der eventuell einen Disconnect hatte oder ob er einfach nur hier aus dem Stream sichtlich rausgefallen ist? Das wäre super, wenn wir da eine Info bekommen. Wird hier Controller und Lenkrad gemeinsam gespielt? Vom Prinzip her ist es möglich, ja. Aber ich denke hier im ersten Moment, dass die meisten doch auf dem Lenkrad unterwegs sind. Im Rahmen der EGTM Weekend Series. Ja, 90% hätte ich jetzt auch gesagt. Ich müsste jetzt aber lügen. Also so intensiv kenne ich da auch nicht jeden Fahrer im Bereich des Split D. Danke dir, Sir Mato. Weil auch hier Split D erst seit Anfang der Saison Einzug gehalten hat hier in die EGTM Weekend Series. Vorher hatten wir nur den Bereich Split A, B und C gehabt. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber ich würde mal ganz dezent behaupten hier, dass eigentlich alle da am Start sind. Altrimenta, are you still there in the stream chat? In the stream chat? Relax Fit, danke dir für den Follower. Maybe I got a question to your teammates. Mal gucken, ob der Kollege noch da ist. Vielleicht kann er uns da die Auskunft geben, ob Pepe und Suske, die beiden Ungarn, hier auf dem Lenkrad am Start sind oder ob die hier mit dem Controller das Thema. No Ball, die hatte, hat DC. Oh nein. Scheibenkleister. Ja gut, okay. Nach Abschluss des Qualis, also er könnte natürlich am Rennen teilnehmen, Sir Mato, das wäre möglich. Nee, es ist nicht möglich. Es ist ja automatisch. Aha. Das ist bitter. Also, heißt also, Capital Racing Squad CRS muss mit einem Fahrer hier an den Start gehen, mit Tuipedia. Benz hat da nicht nachlegen können bis dato, aber es sind auch nur 3 Zehntel gewesen, die ihm da im letzten Umlauf gefehlt haben auf seine persönlich schnellste Quali-Zeit. Ergo aber auch die Pole-Zeit, die 50.722. Tuipedia konnte da nacharbeiten, nachlegen in Richtung der Zeit, Richtung Benz. 51.006 ist er gefahren. Wir lassen uns überraschen. Ja, da ist er. 50.571 von Benz. Benz hat nachgelegt. Ist es bei Tuipedia auch möglich? Oder muss er sich da geschlagen geben? Noch haben wir... Ne, haben wir nicht mehr. Das ist die Overtime. Ja, 50.840. Er muss sich geschlagen geben. Er ist mit knapp 3 Zehntel von Benz auf der zweiten Position festgenagelt worden. Holz, 51.759, startet von der 3. Suska, 51.6. In dem Moment Holz hat er verdrängt von der 3. Suska startet von der 3 weg. Holz also auf der vierten Position. Pepe, 52.026 von der 5 weg. Wisi von der 6. 52.133. Hellspawn, 52.7. Der darf noch fahren, der darf noch fahren. Wisi ist durch. Der Greif ist auch durch, aber Hellspawn darf noch fahren. Fortuna kommt davor über die Linie. Bei Cruiser ist es die 9 wahrscheinlich. Fortuna, 53.0. Knackt er? Nein, knackt er nicht. 52.718 bei Hellspawn, es bleibt bei P7. Fortuna 8er, Cruiser von der 9 weg, Flitmeister von der 10. Race Mode von der 11. 54.383. Der Greif 54.641 von der 12. Der Calibon 56.579 von der 13. So, jetzt machen wir noch ganz kurz Folgendes, damit sich hier keiner beschweren kann. Quatsch, da müssen wir hin. Wir müssen darüber, damit Minkin auch zur Not kontrollieren kann. 498 passt. Das ist da der Atensa. Wieso haben...
Der eine Athense. Hier, Flittenmeister hat zu wenig Leistung. Flittenmeister hat zu wenig Leistung. Alle anderen Athense haben 498, er hat 486 kW. So, Rennstart. Genau, wir gehen's durch im Schnellformat. Benz, Tuipedia, Suske, Holz, Pepe, Wisi, Hellsborn, Fortuna, Cruiser, Flittmeister, Race Mode, Greif und The Colorbon. Das in dieser Abfolge ist die Startaufstellung. So geht es gleich hier vom Start weg auf dem Nürburgring der Grand Prix-Variante. Und dann geht's lange, lange, ihr seht oben links, 33 Runden hier über diesen Asphalt. Bloody, sagst du Restart an bitte in der Lobby? Ehrlich? Für den Fünfer, mein Lieber. Und es ist kein Problem, das ist bei mir so ein bisschen wie eine Berufung. Ich mache das dafür einfach viel zu gern, als dass ich dann sagen könnte, naja komm, machst du heute so, machst du morgen so. Nee, das gibt's bei mir nicht. Bei mir gibt's nur eine Richtung und die ist immer geradeaus. Die ist immer nach vorne. Und zwar Vollgas. Okay, der Greif, der Colorbon. Jetzt haben sie es auch gesehen, jetzt muss nur noch Race Mode es gesehen haben. What an intro. Jetzt haben sie es verstanden, okay. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz. Ach Quatsch, geht noch gar nicht. Wir müssen erstmal die Fahrzeuge zugewiesen haben. Ja, natürlich, natürlich. Nobody P14, er muss natürlich jetzt durch die. Korrigier mich bitte, Minky, wenn es falsch ist, aber Nobody durch den Disconnect würde er von hinten starten. Ist das richtig? Machen wir mal kurz meine Logos da unten weg, damit ihr den Chat auch sehen könnt. Wunderbar, genau richtig. Nobody P14, ganz genau. Ah, jetzt hoffe ich nur, dass sie das hinbekommen. Das ist ja auch so ein kleiner Unterschied hier gegenüber YouTube als Beispiel von Twitch. Ihr kennt das ganze Thema, ihr könnt nicht live im Stream zurückspulen. Das könnt ihr nur im Nachgang bei dem sogenannten VOD machen. Aber ich denke, dass doch da zur Not die Fahrer uns jetzt kurz schreiben, was sie wie wo, all in please, genau. Alle da die Fahrzeuge besetzen. Dass dementsprechend Benz hier die Startaufstellung zusammenbauen kann im Hintergrund. Könnt ihr GTM Flittmeister mitteilen, dass er seine Leistung erhöhen muss? Ja, komm, das machen wir. Bitte deine KW kontrollieren und erhöhen. Wo ist er denn? Da ist er doch. Oh, der Greif hat einen Disconnect. Ich hoffe, dass es da jetzt passt gleich. Wir gucken nochmal rein. Also, 486, das ist definitiv die falsche Leistung. 498 braucht der Mazda Atenza. Wir haben nämlich hier generell, ihr seht es da auch bei Wisi, bei Suske und natürlich auch bei hier unten dem Pepes. Alles auf 434. Der Huracan, der ist doch sehr, sehr schwach auf der Brust, aber trotzdem hier ein sehr, sehr geiles Fahrzeug. Okay, Flittmeister ist da jetzt raus. Er hat es gelesen. Flittmeister P13. Flittmeister BOP startet von 13. Wieso das? Dark Benz das. Okay. Okay. Bitte.
P13 setzen. Weil falsche BOP, okay. Ingo, moin, grüße dich. Herzlich willkommen im Stream. Grüße Bulovic, moinsen. Jetzt kann ich auch ganz kurz mal auf den Chat gucken. Nee, der Greif war. Der Greif ist jetzt 13, demnach, beziehungsweise der Greif müsste 12 sein. Dann müsste Flittmeister auf der 13 stehen und Nobody GTS auf der 14. So müsste es sein. Viper, wunderschönen guten Abend. Funktioniert heute wieder gut? Ja, Viper, es geht wieder alles. Die Lobbys halten. Wir haben nur ein Disconnect gehabt, deswegen hier im Automatikmodus die EGTM, die gestartet wird vom Lobbyablauf. Daher müssen wir jetzt ganz kurz mal ein bisschen nacharbeiten. Ich war 14. Ja, nee, warst du nicht, The Caliban. Warst du nicht. Du hattest. Der Nobody GTS hatte ein Disconnect, deswegen bist du auf die 13 nach vorne gerutscht, The Caliban. Du startest auch von der 12, wenn dann, oder von der 11, keine Ahnung wie. Ich weiß nicht, ob du schneller warst wie der Greif, ich glaube ja. Nee, von der 13 müsstest du starten. Nobody GTS, durch den Disconnect muss er von der 14 weg. Und 13. wird durch die falsche Lobby, durch die falsche BOP-Anwendung wird Flittmeister rein gesetzt. Ich hoffe, dass das alles passt. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass im Hintergrund Minkil da über Discord eventuell mit Benz in Kontakt steht. Dass die das hier dementsprechend reinbekommen. Hab aktuell sehr wenig Zeit, nur Stress auf Arbeit um die Ohren. Deshalb so wenig online, sorry. Viper, alles gut. Dafür musst du dich nicht entschuldigen. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst hier bitte nicht, das muss keiner von euch machen. Egal ob Männlein, Weiblein oder ob, vergesst, was ich sagen will. Nein, Spaß müsst ihr nicht, wirklich nicht. Also das ist, wenn ihr Zeit habt, ich freue mich über jeden Einzelnen, wenn ihr am Start seid. Und es ist aber auch nicht so, dass ich euch böse bin. Und bist du heute alleine am Interviewen? Ja. Ich bin euch da nicht böse. Alles gut. Nee, das war nicht. Nee, das war nicht. Bulovic, das war nicht in Gran Turismo Sport. Das war in Assetto Corsa Competizione. Da waren wir im Rahmen des Endurance Cups unterwegs von der RAVGT. Da war die Laura mit dabei. Das ist korrekt, ja. Crowls, wunderschönen guten Abend, Grüße. Schön euch zu sehen. Ach, das freut mich. Da geht mir das Herz auf, wenn sie doch alle den Weg wieder finden. Und wenn es nicht immer ist, alles gut. Kein Thema, Bulovic. Ich bin da voll und ganz bei dir. Ganz ehrlich, wenn ich mir das alles nicht aufschreibe und meinen Kalender pflege, ich vergesse das auch. Ich schmeiß da auch so viele Sachen durcheinander. Teilweise angefangen bei Fahrern bis hin zu Teams und dann natürlich auch teilweise ganze Streams, ja? Also, liegen, ne? Bisher hat es immer toi toi toi, Klopf auf Holz, geklappt. Ich habe auf den Knopf gedrückt und dann sind wir live gegangen und es hat funktioniert. Wir waren nicht in der falschen Szene oder sowas am Start, aber ich sag mal mittlerweile. Lieber ein Gang zurück, ja, wie drei Gänge nach vorne. Jetzt merke ich das auch. Genau. Ha, Viper, sehr geil, du weißt es noch, du hast es im Kopf. Nein, darf man leider nicht, weil es einfach immer noch bei denen an Akta liegt. Es liegt unbearbeitet auf dem Schreibtisch, so ungefähr seit 5 Wochen. Nee, seit fast 6 Wochen mittlerweile. Egal. So, jetzt gucken wir mal nach. Wie gesagt, ich denke, dass wenn es da der Lobbyleiter im Hintergrund über Discord mit Minkil in Kontakt steht, dass die zwei da das aufgearbeitet bekommen. Ansonsten wird hier auch mit Sicherheit Minkil noch gleich eine Info mal reinwerfen in den Chat. Michael, wen suchst du? Weil du da oben geschrieben hast, wo ist DRC? Genau, genau, Sub, Digga, das machen wir. Wir übernehmen einfach Twitch. Ja, ja, genau. Ja, ja. All on track, please. Ich hoffe, dass jetzt alles passt. Wir werden keine korrigierte Startaufstellung jetzt sehen, unabhängig davon, ob die Fahrzeuge sich in Sektor 2 befinden oder nicht, sondern es muss jetzt einfach blindes Vertrauen sein, dass Benz da im Hintergrund die Arbeit gemacht hat und es perfekt gemacht hat, dass es alles passt. So, freue mich schon aufs Rennen. Ja, ich auch. Ja, Piraten-Twitch-Powerplay, jawohl. Minky, danke für die Info. Sollte alles passen?
Wenn ihr mich fragen solltet, warum Minkil da, beziehungsweise warum ich Minkil so oft erwähne, Minkil ist der eigentliche Organisator der EGTM mit seinem Team. Insofern auch da geht ein Kuss raus, mein Freund. Schön, dass es euch gibt, dass ihr einen so großartigen Job macht, ihr uns die Möglichkeit gebt, dass die EGTM in dieser Form, wie ihr sie mittlerweile kennt, einfach in dieser Größenordnung an den Start geht. Bin nicht lange dabei, aber es ist immer mega, immer. Sehr geil, das klingt wunderbar, Polovic. Aber wir gucken mal, Nobody GTS ist hier wieder jetzt am Mid-Racen, der kann fahren, sehr geil, so muss das. Das war der verlorene zweite Fahrer vom Team Capital Racing Squad mit dem Lexus RCF hier. Ja, deswegen sage ich ja, Minkil und du und dein Team, ich wollte jetzt nicht jeden namentlich benennen, aber es sind sehr, sehr viele Leute, so viel kann ich euch schon mal mit Gewissheit sagen. Race start now. So, 33 Runden, also ein zweites Mal, die uns jetzt erwarten. Und es klappt jetzt aber auch mit Sicherheit. So, was ist bei CT-Meister los? Passt. Die sind in Runde 7 von 33 aktuell. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal einen Blick riskieren, wenn ihr Ausrufezeichen Multi in den Chat hämmert. Könnt ihr über den sogenannten Multi-Link euch für eine Audiospur entscheiden und habt dann einfach beide Streams vor der Nase. Die vom Kollegen im EGTM Weekend Style Split C und hier bei mir, bei uns im Bereich der Split D. Erster Unfall, erste Kurve. Nee, wir hoffen nicht, Bolovic, wir hoffen nicht. Nein, da hat mich noch keiner gefragt. HPSR Sit 83. Ja, wunderbar, danke für dein Follower. Start ist erfolgreich abgeschlossen. Es sind alle am Racen, Freunde. Sehr schön. Erste Kurve, ihr kennt sie alle. Diese runter, bergab in die Kompression hinein. Diese 90-Grad-Ecke öffnet links rum. Entgegengesetzt, ja, da gab es den leichten Quersteherkontakt, vielleicht auch ein bisschen mit dem Ursch geschwinzelt, hat er gesagt, vom BMW M6, wunderbar, Race Mode da erstmal quer rum die Ecke rum geprügelt, außenrum hat er da den Kollegen The Caliban stehen lassen mit der Supra, sehr schön, ja, Mercedes Arena ist durchfahren. Fahrerfeld ist komplett durch und vorne Tuipedia. Der macht den Anfang, als wenn es das Leichte der Welt wäre. Benz ist schon eine knappe Sekunde dahinter. Der Mazda Tensa-Pilot auf der 2, Peper, der Ungar auf der dritten Position. Mazda Tensa Power FTW so ungefähr. Das ist ja hier Mazda. Mazda, wo die guckst, siehst du auch Tensa. Auf Tensa, 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 Mazda, Tensa, Tensa, Mazda. Saugeil, Suske auf der 5, Visi auf der 6, Fortuna, das ist der erste Lambo auf der 7. Position, direkt hinten dran ist Hellsborn auf Position 8 im BMW M6, Race Mode auf der 9, schön, der BMW M6 muss sich also im Sandwich-Format da vorkommen, aktuell zwischen den beiden Lambos von DCR eingesetzt, von DC Sim Racing, Cruiser auf der 10. Position, da ist der nächste BMW M6 zu sehen, The Caliban auf der 11, The Greif auf der 12, Nobody GTS auf der 13, Flitmeister auf der 14, Motorenschaden, what the hell, wieso ist das denn gewesen? Motorenschaden bei Mazda Tensa hier bei GTM, dem Team rund um Flitmeister. Nobody GTS, hat er da was mitgekriegt? Ja, der Lexus ist auch nicht mehr wirklich optimal getrimmt. Da fehlt vorne das L und hinten das S. Das Ding ist einfach nur eine Exo. Ja, nee, Spaß beiseite. Das Ding hat einen Frontheckschaden und hinten links ist die Aufhängung Kernschrott. Also, da werden wir definitiv gleich die Boxen auch sehen bei Nobody GTS und bei Flitmeister. Gehen wir nach vorne wieder zu Tuipedia. Jetzt haben wir die erste Runde absolviert. Ihr seht, Tuipedia bläst da vorne weg. Ja, fast schon im Format aus dem Windschatten raus nach hinten in Richtung Benz gesehen, der auf der 2 ist und auch eher noch im tragbaren Format vor dem Pepe auf der 3. Holz auf der 4. Joa, Suske, die geben sich da mal gar nicht richtig. Ne, die geben sich mal richtig da hinten. Da wird gar nicht lang gefackelt. Das wollte ich eigentlich sagen. Wie sie auf der 6. Position hat nach hinten etwas Vorsprung. Wir gehen einmal on board rein. Gucken uns das Thema mal live an in der Arbeitsweise seitens des Fahrers. Lobby-Settings. Jetzt. Machen wir gleich. Der Nino Moinsen, wunderschönen Abend. Zünd den Knaller. Ja, wieso haben die... Ist da etwa der Schaden repariert worden, oder was? Oh nein. Warte mal, Boxenrunde? Boxenrunde? Nee, passt. Ach so, du dachtest, es sei der Schaden aus. Nee, 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 alles gut. Schaden ist definitiv an. Ist auch repariert worden. Wir haben gesehen, dass die beiden Kollegen da
der Nobody GTS sowie Flittmeister an der Box waren. Sehr geil, ich danke dir. Ah, moin, KWL Hunter, grüße, wunderschönen guten Abend. Ja, heute war extrem. Wir waren seit Viertel nach zwei, heute Mittag waren wir live, haben eine Dreiviertelstunde Pause gehabt und jetzt sind wir im letzten Stream unterwegs bei der EGTM Weekend Series. Aber ich kann dir so viel erzählen und auch versprechen, egal welcher Stream, egal welche Liga, egal welche Plattform, du warst überall mit dabei in Form der Kart Bundesliga. Das, Freunde, ist der Eigentümer, der Eigner von der Kart Bundesliga, der sogenannte KWL Hunter, wie er hier heißt. Insofern geht natürlich auch der Sondergruß raus da an Hunter. Wünsche dir schöne Ostern noch und bleib auf jeden Fall mit deiner Frau gesund und munter. Benz löst sich von Pepa, also der Ungar hat da massive Probleme gerade die Pace zu halten. Wir gehen nochmal onboard rein bei Suske in den Mazda Tensa, sind auf Position 5 aktuell. Visi, wo wir eben gerade live onboard waren, hat etwas abreißen lassen müssen. Ihr seht die Differenz, 1,5 Sekunden schon, der Abstand zwischen P6 und P5. Michael grüßt alle, wunderbar. Viper, vielen Dank für 100 Bits, Digga. Achtundvierziger Rundenzeiten haben wir im Renntrim gesehen, im Bereich der Split A am gestrigen Abend. Aktuell Rennen hat aber auch gerade erst angefangen. Vom Benz die Top-Rennrundenzeiten 50,758. Nein. Du musst aber tanken, Bolovic, weil guck dir mal unten links die Tankanzeige an. Die Fahrzeuge sind, ich glaube, der Startsprit liegt bei 40 Liter. Minky, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Die sind auf jeden Fall nicht mal halb voll, die Fahrzeuge. Du musst tanken, ob du willst oder nicht. Und im Gegenteil, du wirst sogar mindestens zweimal an die Box fahren müssen, weil dir das zeitlich einfach nicht ausgeht. Im besten Fall sogar dreimal. Maximal Fruity zeigen, mit Fruity ist Fortuna gemeint. Machen wir doch so, kein Problem. Position 8, hier Fortuna im Bild. Hängt da 0,7 Sekunden hinter dem Elsborn, dem BMW M6. Piloten, der hier von NPR eingesetzt wird, von No-Pin Racing. Oh, da vorne gab es jetzt gerade den Wechsel, da muss ich ganz kurz hin. Holz ist vorbei an Pepa. Aber egal wie, die setzen sich ab von Visi. Also Visi hat ja momentan arge Probleme, die Pace gehen zu können. 52,8 seine letzte Rundenzeit. Bei Suske 51,6, bei Pepe 51,7, bei Holz 51,8, bei Benz, der ist aus der Reihe getanzt, 50,8 und bei Tuipedia 51,0. Also ihr seht, Benz versucht hier in Tuipedia einzuholen, den nicht entfliehen zu lassen. Das ist die einzigst richtige Entscheidung. Hellsborn auf der 7, Fortuna auf der 8. Da ist der Abstand auch etwas größer geworden. 53,1 bei Fortuna, 53,3 bei Hellsborn, aber trotzdem die Lücke etwas weiter aufgeklafft. Cruiser auf der 9, 55,5. Der Greif auf der 10 mit Strafe von einer halben Sekunde on top, 53,8. Nobody GTS, 51,8. Der muss natürlich jetzt mal richtig Pace aufholen, beziehungsweise Lücken zufahren. Durch den Schaden, den er da reparieren lassen musste, durch den ersten wirklich unplanmäßigen Stop, den er gemacht hat, sind da 11,5 Sekunden zustande gekommen. Flittmeister auf der 12. Calamon verliert hier den Stuhl und ist auch noch live. Macht doch sowas nicht, mein Lieber. Calamon auf der 13. Race Mode auf der 14. Der kommt aber gerade aus der Box raus. Der hat einen richtig Long Run jetzt vor der Nase. Er möchte einen Long Stint womöglich fahren. Hat sich neue Reifen abgeholt. Hat den Stuhl komplett bis zum Erbrechen voll gemacht. Bis zum absoluten Tankdeckel. Und geht da jetzt in die Volle. Sehr schön. Holz in der Box. Visi in der Box. Hellspawn Box. Cruiser in der Box. Pepa in der Box. Und der Rest noch am Fahren. Benz also auf der 2. Die sind noch einen Moment draußen geblieben. Genauso wie Suska. Fortuna kann da auch noch ein Momentchen draußen bleiben. Schön zu sehen, wie sie sich da aufteilen. Jetzt haben wir hier vorne CRS da in Führung, GTM auf der 2 und die Jungs von Hungary Racing Team auf der 3.
ja, morgen ist nur ein Stream. Auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Aber morgen machen wir ein Stream an Ostern, ja. Morgen sind wir im SRG-Bereich. Ihr habt es ja gesehen hier. Danke für die Info, Sub-Zero. SRG-Rennen 4 von 5, Lobby 2 auf Laguna Seca. Die Jungs starten um 4:15. Und dann gucken wir mal, wie sie sich da schlagen werden. Am letztes Wochenende, am Sonntag, haben wir die Lobby 1 schon gehabt, seitens der Kollegen, seitens der Sim Racing Germany, der SRG, abgekürzt. Mal gucken, was sie uns dann morgen präsentieren werden. Genau. Wahnsinnige, du Verrückter. Jetzt kommt der Tobi dem Weg in den Zimmer. Sehr schön. Wir gehen davon aus, das ist auch der Fall. Benz fährt rein. Tuipedia fährt rein. Suske fährt rein. Fortuna muss reinfahren. Jetzt hier im Bereich der NGK-Schikane unterwegs. Jawohl, zu seiner Rechten geht es jetzt gleich rein in die Boxenzufahrt. Jawohl, das macht er auch. Holz sollte da die eine oder andere Position jetzt erben können. Seitens der Kollegen, der Benz steht noch. Da hängt der Tankrüssel drin. Das Ding ist richtig durstig. Der möchte da Sprit haben. Holz also auf der Start- und Zielgeraden unterwegs. Benz, wo ist Benz? Da ist Benz. Benz schon wieder rausgefahren. Benz also abgefertigt worden. Jawohl. Tuipedia behält die Führung aktuell. Benz behält die zweite Position. Muss jetzt wieder in den Windschattenbereich rankommen an Tuipedia. Und dann ist wieder alles beim Alten. Oh, Fehler von Suske. Aber im Hintergrund, habt das gesehen? Habt das gehört natürlich. Suske kommt da aus der Box raus. Wollte über die Innenseite da später reinbremsen und ja, hat sich ein bisschen verschätzt gehabt, musste innen die Tür auflassen, alles andere wäre Kollision gewesen und Holz nutzte das Ganze, diese Einladung, diese offene Tür und ist vorbeigegangen. Pepe auf der 5, Visi auf der 6, Nobody GTS auf der 7, also jetzt hat sich es im ersten Moment ausgegangen, die Situation, dass er wieder im Feld mitfighten kann, nach seinem Boxenstopp, der ungeplant war. Dann haben wir Helsborn auf der 8, Cruiser auf der 9, Fortuna auf der 10, der hat auch komplett voll gemacht den Stuhl. Oberkante Unterlippe, der Greif auf der 11. Position, knapp halb voll noch der Kollege hier mit der Supra. Blitmeister auf der 12, The Color One auf der 13, Race Mode auf der 14. 18 Sekunden, das ist eine ordentliche Hausnummer, hat aber auch kräftig nachgetankt, sodass hier technisch gesehen es möglich wäre. Irgendwie mag dein Stream der... Irgendwie mag dein Stream der Chromecast nicht. Alle anderen gehen. BMW Guys Tire are the worst. Oh! Da gab's den Kontakt. Mal eine Ausbildung, ich muss eins loswerden. Wenn ich dir zuhöre, dann bekomme ich echt Bock auf das Game. Stell mir gerade vor, wie es klingen mag, wenn du Hörbücher machst. Hörbücher. Echt jetzt? Keine Ahnung, wie das dann klingt. Hörbücher. Das habe ich auch noch nicht gehört, Digga. Aber cool. Schönes Gedankenspiel. My setups are too wild, I think, for... that's definitely correct, Daniel. That's correct. They got massive trouble to find the right setup for this track. Blandjub ist krank, heute voll am Hasseln. Ja, so ungefähr, Traders. Aber du kennst mich nicht anders, oder, Digga? Sei ehrlich. Nein, ich habe natürlich... Klar, ich weiß, es war heute extrem hart gewesen. Wie gesagt, seit 14:15 sind wir live heute Mittag. Aber das kommt halt auch nicht jede Woche vor, ne? Und wenn, dann nimmt man sowas halt mal mit und sagt, okay, komm, man macht halt. Und es war das Beste, was ich machen konnte, ganz ehrlich. Die GSR, ihr habt die Jungs vereinzelt auch schon gesehen hier im Stream, im Chat vertreten. Die sind auch mega am Feiern gewesen. Und das hat einfach richtig, richtig Bock gemacht. Und ich hatte Bock drauf. Normalerweise gehe ich her und mache das nicht, dass ich sage, so kurz ad hoc vorher, okay, wir machen. Jetzt hatte ich auch noch das Zusatzproblem. Ich wollte das ursprünglich eigentlich mit einem Kollegen zusammen machen, der deutlich mehr Erfahrung hat im Bereich Assetto Corsa, in dem ersten Teil, wie meine eins. Aber der hat mir dann heute Nacht abgesagt, beziehungsweise in den frühen Morgenstunden. Ich war es noch, ich glaube, es war 3:30 oder was die Ecke, wo er sagte, der kommt nicht von der Arbeit weg, der Nachtschichtbereich, Schlachterei etc.
Der kam nicht weg und dann stand ich halt da und dann wollte ich den Jungs wirklich nicht vor den Kopf stoßen und sagen, hier, ich muss euch absagen, weil mein Co. nicht da ist, beziehungsweise meine rechte Hand, die mich da unterstützen kann. Dann habe ich es halt alleine gemacht. Aber es hat funktioniert, es war eine tolle Szenerie, mir hat es auch unheimlich viel Spaß gemacht und im Nachgang kannst du halt auch nicht dann die anderen Kollegen, den anderen Ligen absagen, das geht nicht. Genau, 3-Stunden-Rennen, VCL-Finale und jetzt Gran Turismo Sport, ganz genau. Aber danach haben wir es auch geschafft. Danach ist es zwar Mitternacht, ich werde umfallen wie so eine... Muss ich euch gleich erzählen, wie so eine Dachlatte ins Bett, weil ich gerade Dachlatte sage, ich bin relativ schmal, ihr kennt mich ja aus dem Stream, ne? Ihr wisst ja, also ich bin so ein bisschen Kategorie Hungerhaken, aber trotzdem ein bisschen Bums dahinter. Suske geht außenrum vorbei an Holz, was ist da denn nicht richtig? Suske, richtig geil. Wir gucken uns das Replay nochmal an. Am Ende von Start und Ziel, hinter dem Holz war er gewesen, hinter dem Werkskollegen mit dem Mazda Tensa außenrum, Freunde, über die Bremse hat er den weiteren Weg genutzt und ist hier so dermaßen brutal runtergestochen, hat aber auf den Punkt genau das Grip-Level gefunden und konnte über sauberes Rausbeschleunigen sich die Position 3 sichern. Sehr schön. Ja, jedenfalls, mein Chef hat früher zu mir gesagt, weil ich rauche hier auch ganz gerne mal einen, ne? Mein Chef hat immer zu mir gesagt, also nicht einen, sondern eine, ne? Ganz normale Zigarette, und sagt immer zu mir von wegen, du bist so dünn, wenn du hinter der Dachlatte stehst und rauchst, dann denkt man, die Dachlatte brennt. Was? Echt jetzt? Also genial, deswegen gerade das Thema Dachlatte. Ja, Spaß beiseite, Tuipedia auf der 1, 1,6 Sekunden vor Benz auf der 2. Der hat auch ein gesundes Polster da hinten weg von knapp 6 Sekunden. Suske auf der 3. Überholmanöver gegen Holz haben wir gesehen. Holz auf der 4, Pepe auf der 5, Visi auf der 6, Nobody geht jetzt auf der 7, Hellspawn auf der 8, Cruiser auf der 9, Fortuna auf der 10, De Greif auf der 11, Flickmeister 12, Calibon 13, Race Mode auf der 14. Wir bleiben hier bei Holz und bei Suske, weil ich denke, das wird nicht ausgestanden sein, das Thema. Ich fand deinen Kampf mit dem Timetable am... ich bin fast ausgeflippt hier, ohne Witz. Ich hasse das, wenn die Technik nicht... Also wenn irgendwas nicht funktioniert. Lauch mit Bauch, ja. Nee, so schlimm ist dann doch nicht Viper, aber es kommt dem schon sehr nahe. Aber fahren ist so geil. War zwar nur Platz 19, aber geile Fights und bin konstant gefahren. Das ist immer das Wichtigste, try das. Egal, welche Platzierung, wenn dir das Ding gefallen hat, ja. Und du einfach Spaß hattest und du gesagt hast, ging mir ab wie Bach ins Gesicht, ja. Mach's wieder. Mach's einfach wieder. Denk nicht drüber nach. Prinzipiell kannst du teilnehmen, ja, das, ich sag mal, die erste Hürde hier im Bereich der EGTM Weekend Series ist das, dass du ein Team haben musst oder bei einem Team zugehörig eingeschrieben wirst, und dann kannst du hier vom Prinzip her mitmachen. Gerne bei dem EGTM Discord Server aufschlagen, hier mit den Jungs Kontakt aufnehmen oder über die Internetseite die Kollegen anschreiben, dann dementsprechend eintragen lassen, beziehungsweise da das Team dann nennen oder ein anderes Team halt finden, wo du mitfahren kannst, und dann ist es im ersten Moment kein Problem. Wichtig ist zu wissen, GT3 ist die oberste Prämisse. Es gibt eine eigens erstellte sogenannte Balance of Performance Liste im Rahmen der EGTM Weekend Series, an die sich jedes Team halten muss. Die Fahrzeuge sind also im Endeffekt aufeinander ausgelittert, also eingeriegelt, mehr oder weniger abgestimmt, dass sie eine gewisse Gleichheit erreichen. Die Gleichheit innerhalb der EGTM liegt zwischen dem gesamten Fahrzeugfeld der Vielfalt momentan zwischen 3, maximal 5 Zehntel. Maximal 5 Zehntel. Und das ist sehr, 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 sehr ausgewogen. Ich möchte sogar behaupten, fest davon überzeugt, dass diese BOP-Liste, diese Balance of Performance-Liste, das absolute Ultra-Performance-Hyperstück ist von der EGTM Weekend Series, beziehungsweise von der EGTM allgemein. Rüdi, wunderschönen guten Abend. Genau. Und wenn euch der Discord-Server da im ersten Moment zu fremd scheinen sollte, oder ihr sagt, nein, ich möchte ganz gern erstmal bei Bloody auf dem Server, um auf dem Laufenden zu bleiben, dann ist natürlich auch das möglich. Gerne hier über meinen Server sich die Kontakte geben lassen und den Kontakt herstellen zu den jeweiligen befreundeten Ligen, die wir da unterstützen. Genau, Minky. Und jetzt noch Ausrufezeichen EGTM Discord in den Channel und dann hast du alles. Ja, Feld beruhigt sich gerade im ersten Moment etwas, aber nicht zwischen P3 und P4, ihr seht's. Die beiden Mazdas hier, der Deutsche und der Ungar, die haben sich abgesprochen scheinbar. Oh nee, geil, echt jetzt? Oh, Traders. Oh, Digga, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Alter, du Spinner.
Kuss geht raus. Danke dir. T3-Abo, Freunde. T3-Sub von Triders. Ist, by the way, mein erster T3-Kandidat. Ja, das ist damit gemeint. Dritter Monat in Folge, Digga. Aufgeregt. Das hat sich nicht aufgeregt. Die haben sich auseinandergefahren etwas. Gib alles für die Jungs. Der Reportern. Den Reportern. Genau, T3 ist Stufe 3, ja. T3 ist Stufe 3. Genau, Minky, du bist mein zweiter. Du bist mein erster in Summe. War halt eine geile Saison mit dir. Ja, ich denke, dass die nächste Saison auch genauso geil wird, Trailers. Holz jetzt über die Innenseite vorbei an Suska. Konterversuch, Suske. Ja, das sieht gut aus über die Innenseite. Ganz spät gebremst. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Suske wieder. Position 3 inne. Sehr schön. Genau, T3-Sub, ja. Service. Oh, da vorne hat sich einer weggedreht. Ja, aber das war keiner von dem Spitzenbereich. Das war hier The Caliban gewesen. Flittmeister und The Greif sind aktuell in der Box. Oh, The Greif hat da ganz, ganz wenig Sprit noch an Bord. Wir gehen es gleich nochmal durch. Ich komme wahrscheinlich nie wieder selbst zum Fahren hier. Also für die, die mich jetzt noch nicht so lange kennen, ich kann eigentlich auch selber fahren. Ich habe das Equipment da etc., aber ich habe keine Zeit dafür. Er drückt mir einen T3-Sub rein. Ich glaube es nicht, ey. Digga, jetzt schlafe ich wieder wie ein Murmeltier heute Nacht. Oder wie habe ich letztens gesagt? Wie ein Apfel. Du willst nicht gegen mich racen? Ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Schläft ein Apfel? Das sag ich jetzt nicht live im Stream. Das geht gar nicht. Ich würde den Vertreter-Kommentator machen. Das haben so viele schon probiert, ganz ehrlich. Man kann man ja machen, ist ja kein Problem. Da steht ja eben frei hier, einen Twitch-Kanal, YouTube-Kanal, whatever zu machen und sich einfach mal zu probieren an der Thematik. Ist ja kein Ding. Also was im ersten Moment generell geht, ist, wenn wir Langstrecke fahren, dass wir hier im Langstreckenbereich uns da die Fahrer, die vielleicht aus dem Auto rauskommen, wenn ihr da Bock drauf habt und da im Endeffekt wirklich in der Lage zu seid, ohne euch da großartig aus dem Tunnel holen zu lassen, dass man da mit den Fahrern live spricht, ansonsten auch oder teilweise auch live aus dem Fahrzeug raus. Das ist möglich, das kann man machen, das ist kein Problem, technisch ist es umsetzbar. Genau, Horny jetzt. Du, wenn Horny Bock hat, klar, warum nicht, Friders? Warum nicht? Das fühlt sich hier gerade an beim Zusehen wie eine absolute Symbiose von den beiden. 51,6 bei Suske, 51,9 bei Holz. Wäre nice, wenn man die Fahrer auch manchmal hört. Ja gut, das sind sie teilweise, Bolovic, wenn die live am Fahren sind und wir uns dann reinschalten, beziehungsweise wenn wir uns die Fahrer dann dementsprechend ziehen. Da ist es halt, auf der PC-Seite ist es halt ein bisschen einfacher. Wie auf der Play ist ja auch über die Konsolenseite. Aber prinzipiell haben wir das schon gemacht. Also das geht. Das geht. Meistens ist es aber so, dass einige Fahrer oder viele Fahrer werden auch, die verlieren die Konzentration. Deswegen wird das gemacht. Go, Suske, go. Armenta, just a question. Did you know?
how Zuske is driving his car via controller or with the steering wheel. Did you know that? Alter, Skyrim's Daniel, Fanatec? Really? Also, steering wheel. Okay, perfect. Also, yeah. Pieper, the teammate from Zuske. How is he driving? Pieper drives TGT also. Okay, perfect. Thanks for the information. Thanks a lot. Okay, also haben wir definitiv nur Lenkradfahrer dabei. Ich glaube auch Tuipedia ist am Lenkrad unterwegs. Nein, wartet. Sermato, bist du noch da? Nobody GTS ist, glaube ich, Control. Nee, der fährt auch Lenkrad. Definitiv, der fährt ein Thrustmaster. Dann sind es nur Lenkradfahrer. Warte mal, der Greif hat umgebaut vor kurzem. Genau, der fährt auch Lenkrad. Und The Color One, das könnten Controllerfahrer sein. Wir gucken mal ganz kurz rüber zu The Color One hier. Das ist ein Controllerfahrer. Beide TGT, ja, okay. Das war auf die Capital Racing Squad, auf den Lexus bezogen. Ja. Der Caliborn fährt Controller, definitiv. Das ist ein Controllerfahrer. So, wir gehen's durch. Pepe, ihr seht's, Pepe im Hintergrund ist in die Box reingefahren, hier auf Position 7, jetzt aktuell gelistet. Tuipedia auf der 1, vor dem Benz auf der 2, Suska auf der 3, Holz auf der 4. Sitz, jawohl. But now I don't have cockpit. No, this is my driver. Okay. Ja, der zuckelt auf jeden Fall. Du hast es ja gesehen. Oben über den roten Punkt da, über ein Drehzahlmesser. Ja, Skyris, vielen Dank nochmal für den T3-Sub da. Also, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, Digga. Vielen Dank dafür. Kuss geht raus. Holz also auf der 4, Visi auf der 5, Hellspawn auf der 6. Pepe wieder zurück auf der Strecke, Position 7 aktuell für den Ungarn. Nobody GTS auf der 8. Position, über dreiviertel voll. Also, der hat den Fehler da, beziehungsweise den Schaden, den ersten unplanmäßigen Stop wieder sauber verarbeitet und verkraftet. Der stirbt wieder nach vorne durch gefühlt das halbe Feld. Cruiser auf der 9, Fortuna hinten dran auf der Position 10. Also, auch da, DC Sim Racing möchte ganz gerne dem M6 nicht von der Leine lassen, hier entfliehen lassen, nach vorne weg, 53,9 von Fortuna, 54,9 von Cruiser. Cruiser wird sich aber auch gleich verabschieden, Fortuna wird die Position 9 erben, vorne dran ist der drittplatzierte Holz aktuell in der Box und Suske, der viertplatzierte, also zusammen in Kombination ballern sie da in die Box rein, sehr geil. Fortuna auf der 10 wird die 9 erben, der Greif auf Position 11, Flittmeister 12, Race Mo Disconnect bei Flittmeister. Bitte ganz kurz bestätigen, ob das stimmt oder ob er nur aus dem Stream rausgefallen ist. Das haben wir leider Gottes zu häufig schon gehabt. The Color One auf der 13, Race Mode auf der 12. Kommt hier zurück auf die Strecke gefahren. Nürburgring Grand Prix Variante ist noch lockere 19 Runden am absolvieren. Also noch lange nicht fertig, das Thema. We prefer Fanatec, but we know GT Sport is GTG hacked game. But we like sim racing, not arcades. And TGT is not the best for PC2, Assetto Corsa, etc. That's right, Daniel. Also er hat jetzt geschrieben, dass sie normalerweise Fanatec bevorzugen. Also wir reden jetzt hier von den Ungarn, von Suske, von Pepe und dem teamzugehörigen Anhang, in der Form hier von Manta und Daniel Feher. Die Kollegen sind aus Ungarn hier. Markus, grüße dich, wunderschönen Abend. Und er hat gemeint, dass sie normalerweise Fanatec bevorzugen, aber sie sind sich natürlich dessen auch bewusst, dass das TGT ursprünglich
für Gran Turismo Sport entwickelt worden ist, aber sie sind normalerweise im Bereich von Simracing unterwegs und sehen aber in Gran Turismo Sport das, was ich auch eigentlich fast jedes Mal euch predige hier, dass Gran Turismo Sport die Züge von einem Simulator, also Simracing hat, aber im ersten Moment ein Alter, bitte, oh Gott, Spitze ist an der Box, schalte ich da weg, Blutmann, Entschuldigung. Das dauert jetzt einen Moment, bis das weg ist, aber kriegen wir gewuppt. Ja, und deswegen sind sie da im ersten Moment hier auf den DGTs am Start, wenn es im Bereich Gran Turismo Sport zur Sache gehen soll. Als hätte er nicht schon genug Substar-Rausch gedrückt. Wahnsinn. Also, Twinpedia war in der Box gewesen, eben gerade 0,7 Sekunden vor dem Benz. Der Benz hat ein bisschen weniger Sprit mitgetankt und ist somit auf der 2, aber deutlich nicht daran gekommen. Twinpedia, da geht was. Die Punkte kriegst du, die schreiben wir dir um. Dadurch, dass du dich umbenannt hast, wirst du natürlich aufgrund des Trackings genullt, aber das kriegst du. Mach jetzt nochmal in den Chat aus, Ausrufezeichen Points. Was muss ich im Takt wegen? Alles gut jetzt. Paranoid. Letzter. Ja, passt. Allein das jetzt vorzulesen, dauert schon wieder eine halbe Ewigkeit. Aber das müssen wir machen, das kriegen wir hin, das sind wir dem Sid schuldig. Sid, vielen Dank, Digga, für 10 gegiftete Subs on top hier. Die 10er Giftbombe da reingeballert in den Chat, ich bin begeistert. Vielen Dank dafür, Kuss geht raus. Bulowitsch, Gemova, Ingo, Alois, El Buletto, Isofix, Chris Raki, J. Hardcamper, Outrossi und Paranoid. Viel Spaß mit den Emoticons und herzlichen Glückwunsch da zum gegifteten Sub vom Sid. Willkommen im Club. Nobody GTS, right here in the screen. Oh, Antchen. Die nächste eskaliert hier. Antchen, vielen Dank. Kuss geht raus für 1000 Bits, Mann. Mein schlechtes Gewissen wird immer größer. Beste Leben, ja, genau. Weil du halt der Beste bist, Zit. Und weil du es kannst, deswegen haust du da Abos raus. Winkel hat eine Nachricht hervorgehoben. Wollte meine Nachricht. Achso, wollte. Oh Gott. Ich weiß, es ist spät. Nobody GTS möchte ganz gern Position 6 haben, die der Wisi gerade aktuell inne hat. Wisi fährt eine 52.4, Nobody GTS eine 52.6. Aber ihr seht, der bleibt dran. Wir gehen onboard rein, gucken uns das Thema live an. Wir sind aktuell in Runde 17 von 33, ergo wir haben Halbzeit, Freunde. Halbzeit am heutigen Abend im Lauf der EGTM Weekend Series, das Split D. Jetzt geben wir mal einen Blick, wie es beim Kollegen aktuell aussieht. Bei CT Meister ist momentan Split C am Laufen. Auch da sind ordentlich viele Leute am Start. Sehr gut, so muss das. Das sieht gut aus. In Runde 24 von 33 sind sie am Start. Folgt X, liegt da auf der 1. Ronnie auf der 2. Evotropic auf der 3. Oh ja, jetzt Evotropic innen vorbei an Folgt X. Hartes Manöver, aber alles gut. Gab den leichten Kontakt, Schmusi-Busi, so wie ich es immer sage, ist hier nicht vorhanden. Alles klar, Skyrus. Wunderschönen Abend gewünscht. Vielen, vielen Dank für diesen Ultra-Support am heutigen Tage von dir. Und ja, ich denke auch, dass wir die Tage nochmal mit Manuel da reden werden. Und dann kriegen wir das Thema auf jeden Fall sauber in die Bahnen gelenkt. Innenseite wird geblockt, Nobody GTS muss sich gedulden.
nächste Ecke geht links rum, wie sie wieder im Vorteil. Bulovic meint, Nobody macht gleich einen Fehler. Ja. Nobody ist normalerweise auch ein sehr, 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 sehr fokussierter Fahrer. Dem passiert selten ein Fehler. Außer natürlich, wenn die Technik streikt, so wie es ihm vorhin leider Gottes passiert ist, dass er ein Disconnect hatte. Hey, vielen Dank, Digga, für 25 Euro, Mann. Pipi in den Augen, ja, ja. Nee, aber ich seh wirklich fertig aus, ne? Also jetzt nur mal so am Rande hier, unten rechts, da, guck mal hier, ich sehe aus wie... Nee, aber kriegen wir hin. Ich hab ja nicht. Genau. I'm sexy and I know it. Na, morgen geht's wieder. Versprochen. Heute müssen wir da noch durch. Schlafmangel ohne die Glotzepippel. Oh my goodness. Die angeboten Make-up Startplan. Nee, alles klar. So schlimm ist dann doch nicht. Nee, wie gesagt, ist nicht gelogen. Also ich bin wirklich froh, wenn wir es heute geschafft haben. Das war dann hardcore genug. Das war ja dann so gleiche Thema, wie wir letzte Runde hatten. Jetzt probiert aber außenrum. Nein, kommt nicht raus aus der Ecke. Easy kann da aktuell auf Punkt genau besser performen. Und da vorne seht ihr, was da ist. Da ist Pepe. Pepe wird eingeholt. Scheinbar Pepe hier mit dem Fehler. Oh ja, massiver Fehler von Pepe. Pepe muss da einen richtig bösen Schnitzer drin gehabt haben. 52,2 seine letzte Rundenzeit. Aber guckt euch bitte die Zwischenzeit an. 47 Sekunden. Jetzt gehen wir zu Holz. Ula, jetzt gehen wir zu Visi. 45, nicht mal. Pepe hat den Schnitzer drin gehabt. Der muss da ausgeritten sein. Nach der Mercedes Arena auf der rechten Seite muss ich jetzt erwehren gegen Visi und Nobody GTS immer noch ganz dicht hinten dran im Getriebetunnel von seinem Markenkollegen von Visi von GTM. Wo sind die Lambos? Zeige ich dir gleich. Einer ist hier auf der 10 und der zweite ist dahinter auf der 12. Einmal Fortuna und einmal Race Mode. Jemand hier mit Plan von ACC? Gibt es Vor- oder sogar Nachteile, wenn man die Early Access... Hä? Blöde Gegenfrage. Es gibt eine Early Access Edition für die PS4? Ich kenne die Early Access Edition für den PC, aber die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr, Rüdi. Schau mal bitte ganz genau hin. Bei der Early Access Edition, die du sehen kannst, die ist ausverkauft. Die gibt es nicht mehr. Die kriegst du nicht mehr. Da musst du ganz genau nachlesen, was in den Details drin steht. Hier in den Seiten. Nobody GTS möchte an Visi vorbei. Jetzt drückt er sich vorbei über innen. Jawohl. Visi kontert. Links rum geht's. Visi kontert. Ja. Visi kontert. Nobody GTS muss sich gedulden. Ja, ja, richtig, aber wie gesagt, die gibt es nicht mehr bei Assetto Corsa Competizione, Rüdi. Ich hab die auch. Die gibt es nicht mehr. Du kannst die noch sehen, beispielsweise auf Instant Gaming oder MMOGA, aber du kannst die nicht mehr kaufen. Das ist nämlich einem Kollegen passiert, der hat die nämlich gekauft und hat die nie bekommen. Der hat dann im Endeffekt seine Kohle zurückbekommen. Oh, da ist einer der Lambos ausgeritten. Hat wahrscheinlich massiv Platz gemacht. Also ich persönlich kann es dir nur empfehlen, hol dir einfach den Simulator für den PC und fahr. Naja, letzte Rundenzeit von Nobody GTS war die 52,1, genauso wie von Visi. 59,1 von Pepe, das war mit dank dem Fehler hier die Aufaddierung, aber Pepe setzt sich schon wieder ab von Visi, also Windschatten ist schon wieder nicht gegeben. Ja, aber Nobody, solange du keinen Weg dran vorbei findest...
Stimmt, genau, Viper ist hier. Dir ist es passiert. Ja, richtig, genau. Oh, jetzt sehr schön über die Außenseite, Nobody. So, und jetzt muss er angasen. Jetzt muss er wegfahren, der Nobody GTS. Das ist jetzt die Möglichkeit, die Chance, die er nutzen sollte, um da wegzukommen. Von Visi, vom GTM-Piloten. GTM Performance and Burning Wheels. Wegi, moinsen, herzlich willkommen, wunderschönen Abend. Wir müssen noch mal ganz kurz durchs Feld switchen. Da hinten ist nämlich schon wieder der nächste Zweikampf zwischen Suske und Holz. Das ist schon permanent das Thema zwischen P3 und P4. Wahnsinn. Also, Tui-P hier auf der 1, Benz auf der 2, Suske 3, Holz auf der 4, P5, Nobody GTS auf der 6. Tolles Manöver gerade gegen Visi auch schön mitgespielt auf der 7. Das ist korrekt. Hellspawn auf der 8, Cruiser, der zweite NPR-Fahrer, der BMW M6 auf der 9. Fortuna, eine Sekunde hinten dran, das ist Windschatten. Der funktioniert aktuell. Lambo wird dran, gesaugt an der BMW M6. Ja, geht, auf jeden Fall. Lambo kommt näher von dem Team DC Sim Racing. DCR abgekürzt. Der Greif auf der 11, Race Mode. Der zweite Lambo hier auf der 12, der Caliban auf der 13. Wer fehlt uns da denn jetzt wieder? Irgendeiner ist doch da jetzt rausgeflogen. Diese Frage habe ich schon so oft beantwortet hier. Nein, ich kann vom Prinzip her selber fahren. Ja, in den verschiedensten auf den verschiedensten Plattformen, aber ich habe keine Zeit. Ich bin so dermaßen eingespannt und unterwegs im Moderationsbereich, dass ich das eigentlich zu einer Hauptaufgabe gemacht habe. Jetzt nicht hauptberuflich, das nicht. Ich habe noch einen ganz normalen Job, so wie der andere auch von euch. Aber ich bin mittlerweile fast jeden Abend live. Um nicht zu sagen, ich bin jeden Abend live. Also ich habe offiziell momentan alle 14 Tage Dienstagabends prüfen. Alle. 14 Tage nur. Ja, aber wenn ich den jetzt... Ach genau, es war Flittmeister. Flittmeister hatte den Disconnect. Den haben wir sogar gesehen. Ja, richtig. Das ist der eine GTM-Performance-Pilot, der leider nicht mehr mit dabei ist. Tuipedia tut sich da schwer. Fragezeichen 51.3. Seine letzte Runde GTMs 51.1. Von Benz die Rundenzeit. Was haben wir noch? 11 Runden. Ja, beide müssen auf jeden Fall nochmal tanken fahren. Vielleicht sogar die Kombination mitnehmen. Das heißt vielleicht, mit Sicherheit die Kombination. Ja, wobei, nee. Doch, die werden Reifen wechseln müssen. Definitiv. Suske auf der 3. Auch da sehen wir bei ihm als erstes den letzten Boxenstopp wahrscheinlich. Hat am wenigsten Sprit dabei von den Top 4 Fahrern aktuell. Holz auf der 4. Pepe auf der 5. Nobody GTS auf der 6. Und der muss als... Der muss sogar noch vor Suske reinfahren zum Boxenstopp, ist aber schon ultra lange unterwegs auf dem Reifen. Visi auf der 7, Hellspawn auf der 8. Cruiser knapp halb voll. Auf der 9. Fortuna auf der 10, der Greif steht an der Box, der tankt jetzt nach. Mikasan, vielen Dank für den Follower, willkommen an Bord. Race Mode auf der 12. Der Caliban auf der 13, auch eher ultra. Alte Reifen schon, lange Reifen da. Quatsch, ultra lange, die alten Reifen da schon drauf, so rum. Ultra alte, lange. Mhm. Die Jones, wunderschönen Abend. Bloody Chat, grüße euch. Schönen Abend zusammen, jawohl. Wenn er Zeit fährt, hat er auch. Anthony. Was? Anthony... Was? Doch, Anthony Xavier. Vielen Dank für den Follow. Thanks for following. Welcome to my stream. Good evening. Nobody GTS jetzt an der Box. Das wird der letzte Stop sein. Winkel, was wird er gleich an Sprit mitnehmen müssen? Sid, vielen Dank für weitere 100 Bits, Digga. Kuss geht raus. Danke dafür. Drei Viertel ist voll. Boah, nee, sogar viel mehr. Fast voll ist der Hobel. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Sehr gut, also das reicht auf jeden Fall. Die letzten verbleibenden 10 Runden. Ah, ich hätte gedacht, drei Viertel. Ja, nee, ich hab deinen voll zu spät gesehen, Winkel.
Aber ich hätte gedacht, drei Viertel reicht. Nee, musste doch mehr Sprit mitnehmen. Ich bin gespannt, wann der Teamkollege reinkommt, beziehungsweise werden wir Suske jetzt gleich als nächstes sehen. Da vorne am Feldanfang, am Feldkopfbereich. Der ist schon wie wild am Blinken. Also nicht der Fahrer, nicht Suske selber, sondern der Tankinhalt. Nee, Lisi war noch nicht an der Box. Guck hier. Lisi muss noch. Jetzt kommt erstmal Suske rein. Jawohl. Biegt auch ab in diesem Moment. Holz bleibt draußen. Das ist nicht schlimm, der ist aber einfach nur geil. Suske an der Box wird da auch mit Sicherheit vom Teamkollegen. Nein, wird er nicht, weil der Teamkollege jetzt auch in diesem Moment abbiegt in die Boxengasse hinein. Lisi geht vorbei. Schnappt er sich Position 4 von Suske? Nein. Suske kommt vor Lisi zurück auf die Strecke. Streamer, Fahrer auch. Ja, genau, richtig. Ja, ja, ich hab eine Teamzugehörigkeit. Das könnt ihr auch gerne mal machen hier. Gebt mal bitte, oder beziehungsweise jemand von euch, macht mal Ausrufezeichen MBR in den Chat. Nutzt dann den Link. Geht mal auf unsere Homepage von Monkey Boys Racing. Dort gibt es einen Bereich. Generell könnt ihr euch die Homepage mal angucken. Das ist ein mega geiles Thema. Das ist ein übelst geniales Team. Und in dem Homepage-Bereich gibt es ein Separé vom Streamer. Und dann seht ihr natürlich auch, dass ich da teilweise auch am Fahren bin, stellenweise. Genau, monkeyboysracing.com, das ist unsere offizielle Homepage. Auf Facebook die Präsenz ist mit drin und sogar auf Instagram ist die Präsenz von MBR mit dabei. Der Streamer mit Separé. Mir fiel gerade nichts anderes ein, Tobi. Nein, aber man sieht es auch da dran, wenn ich in die Lobby rein joine, dann habe ich auch vorne dran den Tag MBR underline bloody minus 888. Die 888 ist meine Startnummer. Und ja, ein oder andere Mal passiert es, dass ich da mit in den Stuhl selber wechsle und fahre, aber das ist doch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr selten der Fall. Dom und Pascal nehmen anstatt Milch Castrol zum Müsli. Ja, super Sven. Und wie soll jetzt die Information jemand verarbeiten können, der die beiden nicht kennt? Ja, mit Dom und Pascal, also beziehungsweise mit Dom ist unser Kollege hier Minky gemeint, der im Chat vertreten ist. Und Pascal ist Pidi Pasco. Das sind beides Fahrer der Midnight Crew. Das kurz als Erklärung für die, die sich jetzt fragen, wer damit gemeint war. Wie sie an der Box Holz zurück auf der Strecke, ganz knapp vor Suske. So, jetzt ist die nächste Thematik wieder entbrannt. Das haben wir die ganze Zeit schon am heutigen Abend. Suske und Holz, die werden mit Sicherheit sich nicht bis, ich sag mal so, die letzten 10 Minuten einig werden, wer jetzt da von beiden auf der 3 oder gar auf der 4 über die Linie fährt. Das wird bis spitz auf Knopf, bis in die letzte Runde hinein reichen dieses Thema, weil aber auch beide sehr, sehr konstant unterwegs sind. Beide machen da unheimlich wenig Fehler, um nicht zu sagen, die machen eigentlich gar keinen Fehler. Und das sind beides auch die gleichen Fahrzeughersteller vertreten, sodass wir hier mit Sicherheit davon ausgehen können, das geht noch ein Momentchen, bis sich das erledigt hat. Ja, das stimmt. Ich bin wirklich seltener Gast geworden auf den Strecken, das ist richtig. Wikipedia, eine Sekunde Vorsprung von Benz. Benz muss in die Box, der muss rein zum Tanken. Ja, da kann Wikipedia noch eine Runde länger draußen bleiben. Holz auf der 3, 32,3 Sekunden Rückstand. Jetzt ist die Frage, reicht das aus Sicht von Benz, vom Teamkollegen, diese Average Time, diese Differenz nach hinten zu seinem Teamkollegen zu Holz, oder läuft er Gefahr, dass Holz und Suske in Kombination im Formationsflug vorbeihämmern? An dem Zweitplatzierten. Nein, es reicht ohne Probleme. Ihr seht es, knapp dreiviertels voll ist der Mazda Tensor von Benz. Winkel, wie war das mit der Boxenlinie? Alles gut. Holz auf der 3, Suske auf der 4. 14 Sekunden, 18 Sekunden Rückstand. Nee, doch nicht so viel.
Ja, Holz behält die Oberhand, Suske steckt da zurück. 16 Sekunden der Abstand zwischen P2 und P3. Hellsport fährt hier rein, in die Boxengasse. Nobody GTS geht vorbei. P5 also momentan für den Piloten. Mein Teamkollege macht da momentan die Führungsarbeit. Ganz, ganz souverän und präzise. Aktuell Pepa auf der 6. Der war auch fertig mit dem Boxenprozedere. Wisi auf der 7. Hellsporn an der Box. Cruiser auf der 9 kommt jetzt auch reingefahren. Besucht also hier seine Crew, alias seinen Teamkollegen hier. Der ist schon wieder abgefertigt worden und fährt raus zurück auf die Strecke. Genau. Assetto Corsa Competizione nicht, aber Assetto, glaube ich, wäre möglich. The Caliban, wir gucken hin. The Caliban auf der 13. Der muss gleich auch rechts abbiegen auf der rechten Seite in die Boxengasse. Macht er auch in dem Moment. Race Mode. Hat da Warnblinker an. Kann man machen. Auf der 12. Jetzt ist der führende Tuipedia in der Box. 17 Sekunden. Das wird eng. Das wird eng. Da sollte Benz die Oberhand gewinnen. Da sollte er die Führung übernehmen. Er bleibt vorne. Tuipedia bleibt vorne. Was? Wie spricht man P1 aus? Ja, P1 halt. Man soll Pon sagen. Aber ich glaube, das versteht keiner. Tuipedia also auf der 1 hat die Führung behalten dürfen vor Benz. Jetzt geht's, die letzten 6 verbleibenden Runden. Holz auf der 3, Suske auf der 4, Nobody GTS auf der 5, 51.600, seine letzte Rundenzeit, persönlich schnellste Rennrunde von ihm. Vom CRS-Team, Pepa auf der 6, Wisi auf der 7, Hellsporn auf der 8, Fortuna auf der 9, Cruiser auf der 10. De Greif auf der 11, Race Mode auf der 12, De Caliban auf der 13. Jetzt waren sie alle in der Box, jetzt sehen wir definitiv keinen mehr an der Mauer da hinterrücks vorbeifahren. Letzte Kurve, da verliert der Benz so viel Zeit. 3 Zehntel hat er da gerade verloren. Auf Tuipedia. 51,3, 49,1. Das war aber eine Outlap, eine Boxenrunde von Tuipedia. Also die dürfen wir im ersten Moment nicht werten, gedanklich. Die sind doch immer etwas schneller, wie die eigentliche Performance-Elite-Fahrer dann Asphalt schmettern. Suske und Holz diskutieren weiter. Um Position 3, 51.112, persönlich schnellste Rennrunde von Suske in Runde 27. Auch bei Holz 51.0. Absolut gleichwertig, absolut gleichwertig. Ich kann ehrlich gesagt aktuell Sven mit der Frage EU oder global nicht wirklich viel anfangen. Ja, Tobi, richtig. Aber ich lese den so nicht vor. Also ich glaube, der Kalle hat ein Bier zu viel getrunken vor dem Rennen. Ja, der Kalle hat uns damals auch vertreten hier. Ich glaube, das Wochenende vor 2 Wochen. Ne, letztes Wochenende war es, glaube ich, gewesen. Ja, da waren CT-Meister nicht, waren leider verhindert. Beziehungsweise nur ich war verhindert. CT-Meister fiel dann doch kurz vor knapp ein, dass er doch streamen kann. Und da ist dann The Caliban für mich eingesprungen. Oder war es vor 2 Wochen? Irgendwie sowas.
Ja, und hat er hier halt mal einem Kommentator der Kommentatorfähigkeit freien Lauf gelassen. War schon sehr, sehr interessant, aber hat einen guten Job gemacht. Ist nicht unbedingt ganz einfach hier, wenn man doch die Stammstreamer gewohnt ist von der Stimmkonstellation her. Und dann jemand Neues hört. Der Kalleborn macht jetzt hier auch in dem Moment schön Platz. Hat da beiden auf der Innenseite den Platz gewährt, den sie brauchten, um da möglichst ohne Zeitverlust hindurch zu hämmern. Von Linux habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, aber Linux in ACC auf Linux? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. AC? Ja, aber ACC? Nee. Das ist ja auch eine ganz andere Engine. Die nutzen ja die Unreal Engine. Das ist ja... Müsst jetzt lügen. Linux, kennst du nicht Linux? Drückst du auf den Knopf, bist kaputt in Linux. Ach so, das bezieht sich auf die Freischaltung. Nee, EU reicht da. Das ist richtig. Senile Opi, ohne Schulat. Was hast du? ACC Akkurt. Alles gut, Digga. Alles gut. Run. So, da sind die Kollegen also fertig. Den Teammeister raidet hier, macht Gruppengucken mit 19 Personen. Wunderschönen guten Abend an die Community von CT-Meister. Schön, dass ihr fertig seid. Minas, wir hatten extreme Probleme gehabt. Wir haben noch 3 Runden auf der Uhr. Wunderschönen guten Abend, Dexbergs. Jetzt haben wir noch die 3 Runden zu gehen. Wo kommst du? Wunderschönen guten Abend. Einiges Mal heute schon gesehen, Plattenprinz dabei. Moinsen, Grüße. Cybercamp, wunderschönen guten Abend. Also, Sid, vielen Dank fürs gegiftete Sub an Dexbacks und Dexbacks. Willkommen im Club hier. Viel Spaß mit den Emoticons. Tuipedia also auf dem Punktkurs wieder unterwegs. Hier das Lila unterwegs, der möchte nochmal nachlegen. Möchte die 50-7 überrisieren, die aktuelle Rundenzeit, die schnellste, die er selber innehat. Also grüß dich, Boybubi, Moisen, Paul Golf, willkommen zurück. 73.000 für den Vektor 2. Immer noch Lila unterwegs. Die neueste, schnellste Rennrunde. 73.000 ist nicht die Welt. Ratzfatz hast du die auch mal verloren im letzten Vektor. Jo, willkommen CT-Meister. Moinsen, Digga. Ja, 50608. Neueste, schnellste Rennrunde vom CRS-Team Capital Racing Squad. Im Lexus der Pilot Tuipedia. Benz auf der 2 aktuell, Holz auf der 3, Suske auf der 4. Der Ungar hat jetzt abreißen lassen müssen Richtung den GTM-Piloten vorne dran. Auf der 3 fahren den Holz. In dem Moment Snowboard GTS auf der 5, der ist ganz stark unterwegs. Hat da in relativ früh am Anfang in Runde 1 schon den Treffer bekommen. Musste unplanmäßig an die Boxen den Boxenstopp einlegen. Hat sich aber Gott sei Dank davon erholt und ist jetzt hier auf der 5 am Start. Sehr geil. Visi auf der 6. Auf der 7, der ungarische Kollege von Suske, Hellsporn auf der 8, Cruiser auf der 9, Fortuna auf der 10, Greif auf der 11, Race Mode auf der 12, der Caliborn auf der 13. Der hat einen Frontschaden vorne links. Der Caliborn seht ihr an seiner Supra. Da ist nicht mehr wirklich alles in der Reihe. Da ist vorne links die Aufhängung. Hier ein Schrott. Egal. Oh, Antinub ist die Beste.
Weißt du, da ist die Aufhängung, Kernschrott, der hat Probleme da, das Lenkrad gerade zu halten. Und Angie kommt um die Ecke und sagt, erstmal egal. Und dann kommt der Tobi und eskaliert noch hinterher. Wunderschön, oder Andrea? Lani, bitte nicht sprechen, wenn mein Sound läuft, das ist unhöflich. Ja, aber teilweise muss ich da drüber babbeln, das tut mir leid, Digga. Ist nicht böse gemeint. Die Themeister, sollen wir aufhören, wo wir bei dir... Was? Sollen wir weitermachen, wo wir bei dir aufgehört haben? Ganz vorsichtig behauptet, hat sich das Feld sortiert. Letzten zwei verbleibenden Runden. Was die Abstände betrifft, droht da im ersten Moment keine Gefahr. Die Frage ist jetzt noch, kann Tuipedia ein bisschen bessere Reifen hat? Ja, aber das ist wirklich nur ein Mühe. Ich glaube nicht, dass das das Zünglein an der Waage darstellen könnte. Und so wie ich Tuipedia und Benz kennen, weiß, wissen wir, dass die Fahrer, die neigen nicht dazu, einen Fehler zu machen. Die wissen ganz genau, worauf es ankommt, vor allen Dingen in so einer Endphase, Richtung Rennende. Mama, grüße dich. Moin, moin. Noch das Ende schauen. Ja, tu dir keinen Zwang an. Daniel, normally they use the steering wheel. It's very rare to see some kind of driver with a controller using. Upla, da wollte ich hin. Letzte Runde, Freunde. Letzte Runde bei Capital Racing Squad beim Lexus hier, pilotiert durch Tuipedia. Also wenn Sermato noch da ist, vielleicht kann uns Sermato eine Auskunft geben. Sermato, weißt du, warum hinten auf dem Nummernschild von dem Lexus von CRS da Bratan steht? Das wäre natürlich ein Erklärungsfan. Ja, das stimmt. Capital Bra ist ja auch hier. Ich glaube, das ist ein Rapper, wenn ich es richtig im Kopf habe. Letzte Mal die Schikane, die NGK-Schikane durchgehämmert von Tuipedia und Benz. Ja, Tuipedia macht das Ding fest. Da können wir gewiss sein. Gratulation hier zum Rennsieg an Capital Racing Squad, an die Lexus Crew. Tuipedia holt sich den Sieg, Benz wird Zweiter. Auch Glückwünsche an GTM Performance und Burning Wheels. Hier kommt der Zweite, der Dritte. Platzierte gleich über die Linie gehämmert, das ist der Zweite GTM Performance. Digga, vielen Dank für den Resub, mein lieber CT-Meister. Willkommen zurück im vierten Monat. Schöne Grüße vom gerade live verkauften Streamer-Kollegen. Wie, du bist verkauft worden, Digga? Wie geht denn sowas? Suske Vierter geworden, jawohl.
Sehr schön. Auch Grüße an die ungarischen Kollegen. Nobody GTS wird dann gleich 5 da. De Kray vorne dran vor Nobody GTS wird auf der 11 abgewunken werden. Ihm zum Vergnügen haben wir das eingeführt. Ah, okay, Sir Mato, da kommt die Information. Sehr geil. Nobody GTS auf der 5. Wie sie hier im Bild. Nächster GTM Performance Pilot sichert sich P6. Gratulation, Pepper wird 7. werden. Toppi, Hellspawn, hier im Bild. Position 8 wird seine. Cruiser im Bild, dauert noch ein Momentchen, aber auch er wird schwarz-weiß kariert sehen. Und natürlich jetzt am Abschluss nochmal dann das Rennergebnis für euch eingeblendet. Ach so, weil es mir gerade einfällt. Hero, bist du noch da? PV Hero? Gibt es ein Statement wegen Montagabend von Alley-Oop aus? Gibt es da was Neues? Thanks for stream, good racing. Thanks to you, thanks to your team. Best wishes. Cruiser auf der 9. Fortuna auf der 10 abgewunken worden und den Rest machen wir gleich. De Greif auf der 11, Race Mode auf der 12 und The Color One auf der 13. Aber nochmal hier für euch in aller Ruhe in der Übersicht gleich. Ja, Tuipedia, kannst du dir mal dein Auto waschen? Sieht aus wie Sau, hast du böse eingesaut. Vorne der Radlauf dahinter, der Kotflügel hinter dem Vorderreifen. Schön die Gummiwutzel mit Uff gesammelt. Also Rennergebnis. Wikipedia vom Team Capital Racing Squad auf der 1 holt sich den Rennsieg. Benz von GTM Performance and Burning Wheels auf der 2. Dann nochmal der Teamkollege von Benz, der Holz auf der 3. Suske auf der 4. Nobody GTS auf der 5. Visi 6 da. Pepe auf der 7. Hellspawn auf der 8. Cruiser, die beiden Kollegen von No Pain Racing 8 und 9. Cruiser also 9. geworden. Fortuna auf der 10. De Greif auf der 11. Race Mode, der Teamkollege von Fortuna auf der 12 und The Color One auf der 13. Jo, findet statt. Sehr geil. Dann werde ich mir morgen da die Infos ziehen. Das heißt, wir haben morgen einen Stream. Wir sind morgen live um circa 16:45. Morgen sind wir genau um 16:45 live im Rahmen der SRG, der Sim Racing Germany. Und haben dann ansonsten nur noch die Möglichkeit hier und die Gelegenheit in aller Ruhe Ostern noch zu genießen. Und dann geht's in aller Frische nächste Woche Montagabend wieder los mit einem Fun-Event von der Afterwork Champions League, was das betrifft. Insofern, ja, dürfen wir uns verabschieden von euch. Wir haben heute einen ordentlichen Stream-Marathon hingeschmettert. Das waren einfach mal dezent 7,5 Stunden. Vielen Dank dafür, für euren großartigen Support am heutigen Tag. Ich bin wieder absolut überwältigt und begeistert. Es geht raus an euch und danke, dass es euch nochmals gibt. Definitiv, ohne euch wären wir nicht an dieser Stelle, wo wir heute sind. Und habt auf jeden Fall eine erholsame Nachtruhe. Bis morgen. Macht es besser. Danke. Tschüss. 64 Runden. Guck ich mir morgen an, Hero. Guck ich mir morgen an. Macht's gut.